Also ich kann schon mal direkt zu Beginn sagen, heute sind ein paar seltenere Sachen am Start, aber auch einige neue Sachen. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal rein. Und ganz oben sieht man erstmal noch diese ganzen Marvel-Sachen. Hier hat sich nichts verändert. Wie gesagt, es müssten auch gleich neue Sachen da sein, die wahrscheinlich auch jetzt kommen sollten. Ja. Unten verbirgt sich auch noch was wirklich ultra seltenes. Da kommen wir dann gleich zu. Jetzt schauen wir kurz mal hier rein. Es gibt neue NBA-Sachen, das heißt neue Basketball-Skins. Tanktop-Herausforderung-Paket. Okay, gibt es dann wirklich einige neue Skins. Ich habe mir dieselben noch nicht angeschaut. Das hier wäre der erste männliche Skin. Natürlich auch hier alle mit Lego-Variante noch. Dann gibt es hier den zweiten männlichen Skin. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier einfach ein Paket mit den ganzen männlichen Skins. Und dann gibt es halt gleich noch ein paar weibliche Skins, die auch neu sind. Okay, ich gehe alle mal schnell durch. Sehen dann sich eigentlich ganz okay aus. Und ich habe das Gefühl, alle sind so ein bisschen in diesem, ich sag mal, Comic-Look, oder? Es gibt bei mir ein bisschen das Gefühl. Ich glaube schon, ja. Okay, und hier noch natürlich Lego-Stil. So, das sind die männlichen. Und dann gibt es noch die weiblichen, die Rebellinen. Okay. Und da haben wir dann auch nochmal einige Skins am Start. Sind alle so ein bisschen in diesem Comic-Look. Ist irgendwie interessant. Ich glaube aber nicht, dass man das ausstellen kann. Oder doch, man kann die anpassen. Also ich weiß nicht, ob man diesen Comic-Look ausmachen kann, aber auf jeden Fall kann man hier sehr, sehr viel anpassen. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das ist ja cool. Das heißt, man kann die sich selber noch komplett umändern, wie man halt lustig ist. Die Schuhe kann man sogar auch in zwei Farben aufteilen. Dritte Farbe sogar noch. Moment mal, wo ist denn die dritte Farbe? Trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Also, ah, hier unten, ja. Das ist wirklich cool. Also man kann sich den Skin wieder komplett gestalten, wie man lustig ist. Das ist irgendwie cool. Sehr, sehr nice. Aber diesen Comic-Effekt kann man hier scheinbar nicht ausmachen. Naja, aber auf jeden Fall auch hier, wie gesagt, dann noch ein paar weibliche Skins am Start. Da haben wir echt sehr, sehr viel Zeug. Ich weiß gar nicht, ob hier noch Ausrüstungssachen bei sind, also so Spitzhacke oder so, aber ich glaube nicht. Ja, oh, okay. Da sind doch noch ein paar Sachen bei. Hier gibt es einmal vielen Dank. Das ist natürlich ein cooles Wortspiel. Vielen Dank und halt Dank natürlich vom Basketball. Und hier Fischbällchenrücken-Accessoire. Auch nicht schlecht gemacht. Also, ja, den Fischi gibt es immer wieder in neuen Varianten. Und jetzt als Ball. Okay, und da gibt es noch die Korbkeule. Das sind richtig coole neue NBA-Sachen, muss ich sagen. Finde ich nice. Okay, dann gucken wir schnell mal ein bisschen weiter runter. Wie gesagt, da kommt gleich noch was Krasses. Müssten wir gleich irgendwo hier sehen. Ich weiß nicht, ob es hier schon bei ist. Ich fange mal erstmal vorne an. Verwüster nochmal zurück. 328 Tage her. Schon knapp ein Jahr. Dominatorin 157 Tage. Bahnschädel 241 Tage. Krabbenkönig war knapp 2 Monate nicht hier. Und Ballkelle. Muss ich sagen, finde ich krass, war 1358 Tage nicht hier. Ich zeig mal den Ton. Aus dem Surf und Turf Set. Ja, 1300 Tage lang nicht hier gewesen. Sehr, sehr krass. Okay, also das war natürlich wieder ultra selten. Showstopper darunter ist natürlich öfter mal hier, knapp einen Monat her. Die Sachen darunter, ehrlich gesagt, auch nicht mehr so besonders. Es sind immer wieder so ein paar Sachen bei, die schon so ein paar Monate nicht hier waren, aber nichts wirklich krass Seltenes. Das oben war natürlich ultra selten. Und deswegen würde ich sagen, war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sagen. Natürlich coole neue NBA-Sachen und das seltene Item ist auch heftig. Sehr, sehr cool.